Ich habe heute den Ökonomen Patrik Kaczmarczyk im Interview, um mit ihm über Schumpeters Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung zu sprechen und das am Beispiel des Automarktes in der Europäischen Union mal genauer zu erklären. Er hat dazu auch dieses Buch geschrieben, Kampf der Nation. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Ja, das habe ich gelesen und so bin ich auf das Thema aufmerksam geworden und habe ihn auch zu diesem Interview eingeladen. Du, Patrik. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, wir fangen erstmal mit den theoretischen Grundlagen an, bevor wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich meine, du hast dir ja, wie gesagt, den Automarkt in der Europäischen Union angeguckt und ja, hast dann, wie gesagt, dieses Buch geschrieben, hast es vorher in deiner Doktorarbeit angeschaut, aber vorher schauen wir uns, glaube ich, erstmal die Grundlagen an. Wie stellt sich die Neoklassik wirtschaftlichen Wettbewerb vor? Ja, im Grunde geht es dabei um eine effizientere Verwendung der Produktionsfaktoren und um eine bessere Preissetzung im Markt, weil ohne wirtschaftlichen Wettbewerb, wenn man so will, können die Unternehmen Preise über ihren marginalen Kosten setzen, so die Renten einstreichen, und die Konsumenten sind auf dieser Weise natürlich die Verlierer. Und ja, wenn Unternehmen das machen, wenn sie die Preise höher setzen als ihre marginalen Kosten, können durch Neueintritte in den Markt dann eben Unternehmen einen Preis setzen, der leicht darunter liegt, aber trotzdem noch über den marginalen Kosten. Die Marge wird dann halt ein bisschen geringer. Und naja, so werden dann Marktanteile abgejagt. Genau, und das ist dann eben so diese Funktion des Wettbewerbs, dass man eben die Effizienz der Produktionsfaktoren und der Preisfindung entsprechend steigert. Das Wichtige dabei, glaube ich, also wenn wir dann gleich zum Unterschied kommen, wo Schumpeter dann ansetzt, ist, dass es bei Schumpeter nicht um diese Idee Effizienz der Produktionsfaktoren geht. Ja? Also, dass man dann immer, ich sage jetzt mal, von Unternehmerseite aus oder von Unternehmensseite aus schaut, gut, was ist jetzt das marginale Produkt, was sind die marginalen Kosten, ne? Das jeweilige Produktionsfaktor ist Arbeit und Kapital, und anhand dessen optimiert man dann, sondern dass es dann durch eine Neukombination, Innovation dann eben, dass dann die Dynamik erzeugt wird. Aber jetzt so rein statisch gesprochen ist es dann in der Neoklassik eben so, dass ja die Effizienz insgesamt gesteigert wird, die Preisfindung besser funktioniert und so die Preise insgesamt eben sich an ein Niveau anpassen, was dann eben den marginalen Kosten und dem Optimum dann entspricht. Ja, du hast gerade die Situation des vollkommenen Wettbewerbs beschrieben, wovon die meisten neoklassischen Modelle ausgehen. Du nennst den in deinem Buch auch den darwinistischen Wettbewerb. Wieso? Naja, weil im Grunde ist es dann eben so, dass Unternehmen, die leicht nur bestimmte Ineffizienzen in ihrer Produktion haben, dann direkt vom Markt verschwinden und auf so einer Produktionsbasis, sage ich mal, oder in so einer Marktstruktur kann es per se keine wirtschaftliche Entwicklung geben, weil, also das ist auch eine schumpeterianische Idee, wirtschaftliche Entwicklung geht immer mit einer gewissen Ineffizienz der Ressourcenverwendung einher. Also ich meine, man sieht das ja auch ganz platt gesprochen an den Startups. Irgendwie 80% der Startups, sind ja, glaube ich, immer so die Zahlen, ne, die scheitern, und was da an Kapital insgesamt versenkt wird, ist schon enorm. Aber nur die Startups, die es dann schaffen zu skalieren, die können für enorme Produktivitätssteigerungen insgesamt wirken. Das heißt, diese Idee, dass wenn man nur ein bisschen Ineffizienz irgendwie im System erlaubt und dann direkt raus ist, das ist, ja, das geht dann schon in so eine Art Darwinismus. Und was man natürlich auch bei diesen Modellen dann immer bedenken muss, die Unternehmen verhalten sich extrem passiv. Ja? Also die haben jetzt keine wirkliche aktive Rolle. Die reagieren immer auf die relativen Preise von Arbeit und Kapital, passen entsprechend ihre Produktion an, können die Preise nicht selbst durch irgendwelche, was weiß ich, Marketing oder durch eigene Initiative, sagen wir es mal so, können sie eben nicht die Preise beeinflussen. Die müssen einfach nehmen, was im Markt an Preisen da vorgegeben wird. Und von daher, das ist ja auch so die Idee des, ich sag mal, biologischen Darwinismus, ne, dass die am besten angepassten Organismen überleben. Und so ist es dann eben auch in der Wirtschaft, dass die Unternehmen, die am besten angepasst sind an die herrschenden relativen Preise von Arbeit und Kapital, dass die dann auf lange Sicht überleben. Also das war so ein bisschen die Idee dahinter, warum ich das so bezeichnet habe. Das heißt, im neoklassischen Wettbewerb, also im vollkommenen Wettbewerb, da kann es
Also da können Unternehmen nichts Neues ausprobieren, weil es diese Ineffizienzen nicht gibt, die notwendig sind, damit Unternehmen Produktionsfaktoren neu kombinieren können, damit neue Technologien entwickelt werden. Genau. Ja, du hast dir das in deiner Doktorarbeit ja genauer im Beispiel des Automarktes in der Europäischen Union angeschaut, wie das da genau funktioniert. Ich glaube, zu den Details kommen wir gleich noch. Aber wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dir das an diesem Beispiel anzusehen? Also, wenn man in Großbritannien promoviert, ist es so, dass es im Grunde, also der wichtigste Faktor, es gibt dort zwei sozusagen Waivers, also zwei Verteidigungen, eine, die man am Anfang macht und eine, die man dann am Ende macht. Und bei der Verteidigung am Anfang ist es eben so, dass man, also das ist einer der wichtigsten Kriterien, ich glaube, noch vor der Relevanz der Arbeit, das absolut wichtigste Kriterium ist einfach, kriegt der Student oder die Studentin das in 3 Jahren durchgezogen. So, weil daran bemessen sich dann auch bestimmte Kriterien oder Erfolgskriterien, was dann wiederum bestimmt, wie viel Geld die jeweiligen Unis bekommen, ne, je schneller die Leute da eben durch diese Programme bringen. Das heißt, wenn man ein Projekt hat, das eben nicht in 3 Jahren irgendwie machbar ist, so, dann ist man direkt raus von vorne weg, beziehungsweise ja, verzögert sich dann schon die erste Verteidigung und dann wird es hinten raus ein bisschen knapp, auch was Funding etc. betrifft. Von daher waren die Grundüberlegungen so, dass man geschaut hat, gut, ich habe da jetzt irgendwie ich habe das in der politischen Ökonomie dann gemacht, da hatte man diese Vergleichen und diese internationale politische Ökonomie und da habe ich gesagt, hey, ne, also die einen konzentrieren sich nur aufs Nationale, die anderen nur aufs Internationale. Und man könnte ja dann eventuell über transnationale Unternehmen gucken, die halt so den Link zwischen beiden Ebenen dann praktisch schaffen. So. Und dann war der Automobilmarkt für mich ja sehr, sehr naheliegend, weil es ist ein oligopolistischer Markt, sehr, sehr kapitalintensiv. Wenige Player dominieren den Markt, also ne, formal von den Konzernen, die hinter den Marken stecken. Und ja, von daher war das etwas, was man gut untersuchen kann in so einer Fallstudie. Natürlich war ich mir da jetzt nicht sicher, wie die jeweiligen Strukturen der Konzerne dann sind, wie sie dann eingebettet sind in diese jeweiligen nationalen Ökonomien. Also ich habe dann Frankreich und Deutschland verglichen. Aber also da hat wirklich von der Empirie her dann alles wie Faust aufs Auge gepasst zur Theorie. Und ja, von daher war ich dann auch schon mit meinem PhD im Grunde nach ein bisschen mehr als 2 Jahren durch, was eigentlich auch eher selten ist, weil man hinten raus noch viele Anpassungen machen muss. Aber so diese praktischen Überlegungen am Anfang waren wirklich, wie kriege ich das Projekt in dieser Zeit durch, damit ich in meiner Forschung da weitermachen kann. Es war eine naheliegende Industrie und da bin ich dann auch Pragmatiker genug, dass ich dann sage, gut, für Frankreich war es eine wichtige Industrie, in Deutschland ist es eine wichtige Industrie, in Europa insgesamt ist es eine wichtige Industrie, auch wenn wir uns Osteuropa anschauen, die ganzen Zulieferbetriebe, die sich durch die Integration in diese Wertschöpfungsketten da entwickelt haben. Von daher, ja, aber das glaube ich so, der Hauptgrund war eher Pragmatismus, würde ich sagen. Du beschreibst den Wettbewerb, den die Autofirmen im europäischen Binnenmarkt ausgeliefert sind, als darwinistisch. Wieso? Ja, weil der absolut, absolut brutal ist und wirklich nur darauf aus ist, im Grunde über eine Anpassung bei den Lohnkosten und also es geht da wirklich um die letzten Centbeträge, die man dann da irgendwie noch an den Kosten optimieren kann. Und es geht dann nicht mehr darum, eben, was Schumpeter sagt, dass man etwas Neues schafft, etwas anderes schafft, in neue Technologien oder sowas investiert. Man war in diesem alten Modell irgendwie gefangen und hat es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dann irgendwie optimiert und teilweise sieht man das dann auch, ich glaube, das war ein Beispiel der Kabelbäume, wie die Produktion dann auch immer weiter dann in den Osten verlagert wurden, werden ja recht arbeitsintensiv produziert, das heißt, man hat da auch wirklich geguckt, okay, ne, wo sind die Löhne am niedrigsten und ist dann wirklich von Zentraleuropa immer weiter in den Osten gegangen mit der Produktion, bis jetzt, glaube ich, in der Ukraine dann auch produziert werden. Und das hat man mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr vielen Komponenten und Teilen gemacht, dass man eben geguckt hat, ne, wie können wir das möglichst günstig herstellen. Deutschland hat da natürlich aufgrund seiner geografischen Lage auch Vorteile gehabt, weil man konnte viele
Schritte der Produktion outsourcen in den europäischen Osten. Man konnte natürlich auch die niedrigen Löhne und den niedrigen Grad der gewerkschaftlichen Organisation dort nutzen, um Druck auf die Arbeit und auf die Beschäftigten im Binnenmarkt zu machen. Und wenn man sich mal anschaut, wie die industriellen Strukturen in Polen da entstanden sind, also da hat man wirklich ganz, ganz viel hinter der Grenze und ganz, ganz viele LKWs eben, die dann von Osten gehen Westen fahren, also jetzt gerade so über Schlesien ne, zu den Produktionsstandorten, die dann sehr gut erreichbar sind, sei es Ingolstadt oder Wolfsburg. Aber es ging da wirklich primär um ja, eine Verteidigung sehr, sehr dünner und enger Margen. Und Frankreich beispielsweise hatte diese Vorteile nicht, dass man so einen Niedriglohn-Nachbar da direkt an der Grenze hatte, also so eine Just-in-Time-Produktion, die ja auch wieder ja, dazu da ist, möglichst kosteneffizient, möglichst kostengünstig zu produzieren, das alte Modell irgendwie bis zum Maximum auszureizen, anstatt in neue Technologien zu gehen. Diesen Vorteil hatte Frankreich nicht und von daher hat man dann dort angefangen, die Produktion dann komplett outzusourcen. Also nicht so wie in Deutschland, wo man dann eben die Teile der Wertschöpfung oder die Teile der Wertschöpfungskette mit einer höheren Wertschöpfung relativ dann im Inland behalten konnte und die niedrige Wertschöpfung, in Anführungszeichen niedrige Wertschöpfung, ins Ausland verlagern konnte, nach Osteuropa. Das konnte Frankreich eben nicht machen. Und von daher hat man da die gleiche Strategie gefahren, dass man möglichst billig produzieren musste und hat die komplette Produktion dann eben Osten Europas verlagert, aber auch in die Türkei, in Nordafrika teilweise, wo man ja auch geografisch gesehen noch einen recht, recht guten Zugang hat und hat dann teilweise auch wirklich sehr, sehr solide Margen eingefahren, die ja, ich glaube, zum Ende der 10er Jahre, da hört ja auch meine Analyse dann auf, weil auch gerade was da mit Covid und sowas passiert, das bringt ja so diese ganze normale Welt ein bisschen durcheinander. Und man hatte dann, ich glaube, Peugeot hatte ähnliche Margen wie BMW beispielsweise, ja, was ja auch irgendwie überraschend war für mich, aber das war dann diese klassische Idee von Aber erst wir zum nehmen, Schluss, oder? Also, ja, genau, erst zum Schluss, ja, genau. in Deutschland, da sind ja die Lohnkosten zuerst gar nicht gestiegen und in Frankreich, da sind die Lohnkosten über die ersten 10 Jahre der Eurozone hinweg jedes Jahr um rund 2% gestiegen, wodurch sich die französische Wettbewerbsfähigkeit immer weiter verschlechtert hat. Das war doch auch noch ein Effekt, der da mit reingespielt hat. Genau. Ein ganz wesentlicher Effekt. Das ist auch interessant. Ich habe, ich glaube auch keine Ahnung, wie viele tausend Zeitungsartikel für meine PhD das dann analysiert. Teilweise habe ich die ja auch. Also da gibt es ja mittlerweile auch recht viele schöne, ich sag mal, quantitative Methoden der Textanalyse, die man mit neuen statistischen Tools machen kann. Und was man da gesehen hat, war dann auch wie, also das fand ich sehr, sehr spannend, wie zu Beginn der Nullerjahre die deutsche Presse voller Neid irgendwie nach Frankreich geschaut hat und dann, oh, was für eine tolle Produktivität die Unternehmen dort haben und wie gut es denen dort geht und wir in Deutschland kommen hier nicht in die Pötte und so weiter. Und das Bild hat sich dann natürlich vollends umgekehrt und das war auch, also da konnte man auch am Beispiel, weil ich meine, wir reden ja immer über so, ich sag mal, in Anführungszeichen abstrakte Phänomene wie, was weiß ich jetzt, Lohnrepression in der Wirtschaft, aber wie das konkret umgesetzt wird, ist dann ja nochmal eine andere Frage, ne? Also wir sehen das in den aggregierten Daten, dass es da diese Lohnzurückhaltung vor allem in den 10er Jahren gab und der Aufholprozess in den letzten Jahren war noch nicht stark genug, um eben an dieses 2% Inflationsziel heranzukommen. Also Deutschland ist vom Niveau her immer noch relativ günstiger als die anderen europäischen oder Eurozonen-Nachbarn. Und ja, was ich dann bei diesem Projekt wirklich spannend fand, war zu sehen, so wie funktionierte diese Lohnrepression in der Praxis. Und da konnte man dann wirklich sehr, sehr gut sehen, wie die Politik sich auf die Seite der Arbeitgeber geschlagen hat, wie Gewerkschaften unter Druck gesetzt wurden, wie Gewerkschaften geschwächt wurden, wie mit Produktionsverlagerung gedroht wurde, weil man gesagt hat, gut, entweder ne, wir machen das hier und ihr verzichtet auf XYZ oder wir gehen damit einfach 200 Kilometer und bauen das Ding hinter der Grenze auf, dann habt ihr hier gar nichts mehr. Und das war schon sehr, sehr interessant, das so konkret zu sehen. Und natürlich dann auch, ne, wenn man dann jetzt so hört, so, oh, aber Tarifautonomie und
die Politik darf sich nicht einmischen und sowas. Und dann schaut man sich so die Nullerjahre an und da reicht wirklich das Beispiel der Automobilindustrie. Das reicht, um zu sehen, wie krass sich die Politik da auf die Seite der Arbeitgeber geschlagen hat, wie Druck aufgebaut wurde, wie, wenn Verhandlungen gescheitert sind, beispielsweise über VW, dann Christian Wulff interveniert hat und auch Gerhard Schröder interveniert hat, ne, damit eben die Gewerkschaften einknicken. Also das war schon verrückt. Oder dann auch so Dinge wie jetzt das Pforzheimer Modell oder so, ne, was dann auch den Unternehmen erlaubt hat, wenn die Lohnkosten eben die Wettbewerbsfähigkeit zu sehr einschränken, gab es da eine Klausel, dass man keine Tariflöhne mehr zahlen musste. So. Also im Grunde hat man gesagt, so, okay, ihr seid bei der Lohnstruktur nicht mehr wettbewerbsfähig, dann müsst ihr die Tariflöhne einfach nicht zahlen, dann ne, zahlt ein bisschen weniger und dann läuft der Hase schon. Das war wirklich, ja, das war wirklich extrem, wenn man das sieht. Und es ist so ein bisschen die andere Seite von dem, was wir heute in den Diskussionen haben, wenn es dann immer um Tarifautonomie geht. Weil dieses Pforzheimer Modell, wie umfangreich fand das denn in Deutschland Anwendung? Ach, wie es in ganz Deutschland war, weiß ich nicht. Aber natürlich jetzt in der Industrie war das schon ein wichtiger Hebel, um eben Tariflöhne zu umgehen. Ein anderer Mechanismus war natürlich, dass man bestimmte Bereiche einfach outgesourced hat. Also beispielsweise die Logistik, das ist so in der Automobilindustrie der klassische Fall gewesen. Die Logistik, die unter extrem prekären Arbeitsbedingungen operiert, wo die Löhne schlecht sind, Arbeitsstandards schlecht sind, etc. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass Logistik, also ne, man versteht darunter normalerweise sowas wie, was weiß ich, Person XY fährt mit dem LKW von A nach B, aber so ist es eben auch nicht mehr. Also auch viel Produktion findet in der Logistik statt. Also da wurden dann beispielsweise Komponenten, die man davor im Werk produziert hat, wurden outgesourced an Logistikunternehmen, die dann diese Produktion zu anderen Löhnen und Standards dann eben durchführen konnten, als es beispielsweise beim Werk von VW der Fall war. Von daher ja, war das dann auch so ein guter Mechanismus, über den man, oder in Anführungszeichen ein guter Mechanismus, über den man da Löhne drücken konnte. Auch dieses ganze Modell der Arbeitszeitflexibilisierung etc. Ne, hatte da ja wirklich so einen neuen Hochlauf, Leiharbeitsfirmen, Leiharbeiter, wo man sich wirklich ja an, ich sag mal, Arbeitskräften bedienen konnte, wie ja, wie man sonst, was weiß ich, vielleicht im Supermarkt irgendwie mal einen Orangensaft shoppen geht oder so, ne? Man nimmt was mit und wenn man das dann doch nicht braucht, dann stellt man es wieder zurück ins Regal und das war schon enorm und ich kann mir vorstellen, dass das auch in anderen Industrien beziehungsweise auch in weiteren Teilen der Wirtschaft dann der Fall gewesen war, dass man eben über diese Hebel und ich meine auch die Verhandlungsposition der Arbeit am Arbeitsmarkt war ja auch sehr, sehr schwach mit einer hohen Arbeitslosigkeit, sodass man dann dachte, gut, dann müssen wir jetzt alle zurückstecken, ne, damit wir die Leute in Beschäftigung kriegen. Von daher, ja, haben da verschiedene Faktoren dann einfach mit reingespielt, damit diese Lohnrepression da im vollen Umfang die Vorteile für die deutsche Wirtschaft dann ausbauen konnte. Und jetzt, hier wurde hier gerade auch im Chat schon geschrieben, da haben einige gesagt, Moment mal, das liegt doch, also, dass die deutschen Autofirmen so wettbewerbsfähig sind, das kann doch gar nicht an den niedrigen Löhnen liegen, das liegt doch daran, dass sie eine viel höhere Qualität liefern. Was sagst du zu diesem Argument? Naja, wenn es nicht an den Löhnen liegt, dann hätte man ja ohne Probleme die Lohnzahlungen da weiter fortführen können. Aber das hat man eben nicht gemacht. Also wenn die Löhne kein Thema waren, ne, wo ist denn da das Problem? Und was diese höhere Qualität betrifft, natürlich gibt es da Unterschiede jetzt zwischen irgendwie, was weiß ich, irgendeiner S-Klasse oder einem Fiat Punto oder sowas. Nur wenn man sich mal den Automarkt insgesamt anschaut, wird er halt schon eher von kleineren oder mittleren Fahrzeugen dominiert. Das hat sich dann in den letzten Jahren ein bisschen geändert hin mit dem Trend zum SUV, wo aber auch die anderen Hersteller dann gut eingestiegen sind. Und wenn man sich die Margen anschaut, also ich meine, wenn ich mir die Margen bei BMW, Daimler, VW angucke,
die sind nicht gut gewesen. Und die Cashflows waren auch eine absolute Katastrophe. Also, das ist vielleicht auch nochmal so eine Anekdote, wo ich angefangen habe. Ich meine, ich bin ja jetzt auch kein Industrieexperte gewesen, also kein Experte in der Autoindustrie, als ich angefangen habe. Und da war dann eben so ein Teil der Forschungsarbeit, dass man dann auch über Interviews sich Informationen reingeholt hat über die Autoindustrie. Und ne, dann habe ich dann auch, wie gesagt, viele, viele Zeitungsartikel dann durchanalysiert. Und der Tenor war immer derselbe: Wir sind Qualität, wir sind gut und darum sind wir erfolgreich. Und ich habe dann mit einem Top-Analysten in London gesprochen. Und was ich an diesen Finanzleuten manchmal sehr, sehr schätze, ist bei allem Unsinn, den sie in der Welt veranstalten, dass sie oft doch ziemlich ehrlich sind in dem, was sie denken und teilweise auch in dem, was sie tun. Und eine meiner Fragen war dann so also als Icebreaker irgendwie, dass ich gefragt habe, so, ja, welche Faktoren würden denn so den Erfolg der deutschen Automobilindustrie am besten erklären? Und das war 2019, als das losging, also noch vor Covid, habe ich diese Interviews angefangen zu führen. Und er meinte dann nur so: Hä, von welchem Erfolg redest du? Die Margen, die sind scheiße, Cashflow scheiße, Technologie, guck dir mal an, wo wir sind, guck dir mal an, wo ein BYD ist, wo ein Tesla ist. Also, wo siehst du da den Erfolg? Ich sehe hier keinen Erfolg. Und ich war dann nur so: Wow, okay, also das ging jetzt gegen alles, was ich mir da irgendwie angelesen habe, gerade jetzt über, ne, die Medien oder auch was so diesem Weltbild entspricht, wenn immer über die Qualität etc. fabuliert wird. Und dann guckt man sich die Daten an und sieht so, buh, also die Margen waren, BMW war so ein bisschen eine Ausnahme, aber bei allen anderen waren die wirklich nicht gut, lagen nur ein paar Prozentpunkte über den von, ne, kleineren Herstellern. Und Cashflows, Katastrophe. Also teils, ich habe jetzt die genauen Daten nicht mehr im Kopf, aber da waren, ich glaube, VW und Mercedes, die haben wirklich auch über einen sehr, sehr erheblichen Anteil 10er Jahre mit negativen Cashflows operiert, weil dann das Absatzmodell für die höherwertigen Fahrzeuge einfach war: Gut, wir finanzieren uns den eigenen Absatz über unsere Autobank. So, und dann haben sie die, und die haben wirklich, also das war dann auch eine Frage, die ich weiß nicht, ob ich die im Buch gestellt habe oder in der Diss. Wo ich dann gefragt habe, so, sind die deutschen Autobauer eigentlich Fabriken, die Dienstleistungen anbieten, oder sind das Finanzdienstleister, die halt irgendwie so eine Autofabrik dann irgendwie, ne, also als Abteilung irgendwo haben? Weil teilweise waren die finanziellen Vermögenswerten auf den Bilanzen um das anderthalb oder das Doppelte höher als die bilanziellen Vermögenswerte in der Automobilproduktion. Also es ist schon enorm, wie extremst aufgeblasen die Finanzdienstleistungen waren. Und in dem Zinsumfeld, das es gab, mit Deutschland als Stabilitätsanker, das war dann vor allem nach 2008 dann sehr, sehr relevant. In diesem Zinsumfeld hatten dann auch die deutschen Automobilhersteller erhebliche Vorteile gegenüber französischen oder italienischen Produzenten. Ja, man muss auch wissen, mittlerweile, beziehungsweise der Trend hat sich in den letzten Jahren immer wieder weiter verstärkt. Aber man war dann in den 10er Jahren ungefähr bei einem Level, wo 50% der neuen Fahrzeuge über Kredit oder Leasing finanziert wurden. Also enorm. Und da hatten die deutschen Automobilhersteller einfach eine ganz andere Wettbewerbsgrundlage, über die sie operieren konnten, dass sie eben zu günstigen Krediten ja, ihre Autos da absetzen konnten, ja. Und das mögen dann qualitativ hochwertige Autos gewesen sein. Die wurden auf dem Markt abgeworfen als Dumping, ja. Also die anderen Hersteller haben ja, also der ehemalige Fiat-CEO, zu Hochzeiten der Euro-Krise, wo dieses Instrument sehr, sehr intensiv genutzt wurde, vor allem von VW. Da hat er gesagt, VW veranstaltet ein Blutbad bei den Margen, weil man eben in einen völlig übersättigten Markt da noch weiter den anderen europäischen Herstellern Marktanteile abjagen konnte, indem man diese sehr günstigen Finanzierungsmodelle hatte. Und das ist dann eben jetzt nicht, also man kann sich den Automobilmarkt nicht so vorstellen, dass man sagt so: Oh, wow, ich gucke jetzt mal hier auf den Listenpreis und eine S-Klasse kostet so und so viel und ein Fiat Punto kostet so und so viel. Das heißt, wir Deutschen sind so gut, weil wir, ne, so, nee, das
Das läuft so nicht. Also dominierend sind weiterhin, wenn wir uns den Bestand insgesamt anschauen, vor allem so kleinere Wagen. Wie gesagt, das hat sich so ein bisschen polarisiert in den letzten Jahrzehnten, aber ist nichtsdestotrotz dominant. Und wie gesagt, es gibt unendlich viele Möglichkeiten über Rabatte. Da gibt es auch hier aus Duisburg da diesen Rabattindex, ne, wo man dann auch gesehen hat, wie gerade die deutschen Hersteller einen Rabattrekord nach dem anderen dann irgendwie gejagt haben. Und ja, von daher, also nachhaltiges Erfolgsmodell war das nicht, ne? Man hat dann wirklich in einem übersättigten Markt sich da weiter durchgesetzt mit alten Technologien. Ja, Margen waren nicht gut. Und wenn man wirklich ein hohes Qualitätsprodukt irgendwie hat, das sich durch seine Qualität von anderen abhebt, dann würde man das einfach in den Zahlen sehen. Ja? Also Apple beispielsweise ist ja auch mit deutlich höheren Margen unterwegs als andere Hersteller, eben aufgrund von, was weiß ich, Branding, Qualität etc. Und die halten das. Die halten das. Die haben keine Not, ihre Produkte mit extremen Rabatten irgendwie in den Markt zu drücken. Und das ist genau das, was die deutschen Hersteller getan haben. Deutschland hat speziell dann auch nochmal von der Entwicklung in China natürlich anders profitiert als jetzt die französischen Hersteller. Das kam auch noch hinzu. Das war jetzt nicht primär, weil das Gros des Absatzes und vor allem der Produktion in Deutschland, das ist für den europäischen Markt. Höherwertige Fahrzeuge werden dann teilweise auch exportiert. Also jetzt so eine S-Klasse oder sowas wurde beispielsweise in Sindelfingen und nicht in China produziert. Aber ja, der europäische Markt war insgesamt schon der deutlich wichtigere, auch für die deutschen Automobilhersteller. Da war ich auch sogar überrascht, wie groß die Abhängigkeit vom europäischen Markt dort war. Und China hat den deutschen Herstellern vor allem beim Cashflow den Arsch gerettet. Ja? Weil wenn man wirklich sich anschaut, oder wenn man bedenkt, dass man ein Absatzmodell hat, was hauptsächlich über unternehmenseigene Autobanken irgendwie finanziert wird, also dass man sich einen eigenen Absatz da finanziert, dann sind die Cashflows, die Cash-Eingänge, die man hat, natürlich unglaublich gering. Und von daher war das wichtig, dass man eben in China da zumindest ein bisschen Cash generieren konnte. Ansonsten wäre es ein bisschen schwierig geworden. Also dieses Qualitätsargument, das kaufe ich einfach nicht aufgrund der Margen, der Zahlen. Und auch wenn es natürlich qualitativ hochwertige deutsche Autos gibt, das will ich nicht in Abrede stellen. Muss man das, glaube ich, einordnen in den Blick, also in den Gesamtblick der Industrie. Zumal dieser Qualitätsunterschied ja auch schon 1999 bestanden haben wird. Der ist ja nicht erst gestern entstanden, sondern den gab es vor 20 Jahren auch schon. Und danach haben wir bei der französischen Autoindustrie einen jahrelangen Abstieg erlebt und bei der deutschen Autoindustrie, dass die Produktion mehr oder weniger konstant geblieben ist. Das zeigst du ja auch in deinem Buch auf. Also dieser Qualitätsunterschied, der war ja früher schon vorhanden. Warum sollte der plötzlich so viel größer gewesen sein? Das ergibt keinen Sinn. Das, was sich verändert hat, sind die Lohnkosten, wie du es gerade auch schon beschrieben hast. Aber die Finanzierung mit den Autobanken, was du gerade erklärt hast, stellt sich mir die Frage, wieso waren die Finanzierungsbedingungen für deutsche Autofirmen so viel besser als für französische? Ich meine, wir haben ja einen integrierten europäischen Binnenmarkt. Die Firmen sind den gleichen Wettbewerbsbedingungen ausgeliefert. Wieso geht es deutschen Firmen da so viel, also wieso ist es für die so viel leichter, an Kredite zu kommen? Naja, weil also was man da auch bedenken muss, es gibt einen sehr, sehr engen Nexus bei den Anleihenmärkten zwischen den jeweiligen Renditen auf Staatsanleihen des jeweiligen Landes und den Unternehmensanleihen. Also es ist schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie stark nationalistisch, sage ich mal, in Anführungszeichen, Kapitalmärkte dann doch insgesamt sind, gerade was Anleihen betrifft. Und ich habe dann auch, aber das habe ich in meiner Diss gemacht, das habe ich, glaube ich, nicht im Buch gemacht, habe ich mir mal die Variation, also die Korrelation zwischen den Anleihen von VW, BMW, Daimler und Bundesanleihe angeschaut und dann auch von den französischen Automobilherstellern im Hinblick auf die französischen Staatsanleihen.
Und die Korrelation war, ich habe den geht, also es war Stark irgendwo bei positiv. Die hat es 0,8. auch im Buch. Genau, Also das die waren war, so wie heißt der Satz? 0,8 oder so. Genau, 0,8. Also das war schon enorm. Und natürlich kamen dann auch so ein paar Faktoren mit zusammen, wie naja, die Euro-Krise hat schon tiefe Spuren in Italien, in Frankreich hinterlassen. Dort wurden Löhne gekürzt, was sich stark auf die Binnennachfrage ausgewirkt hat und auf die Kaufkraft. Und in Deutschland war eben nicht so stark von der Euro-Krise betroffen wie andere Länder. Es gab da diese asymmetrischen Effekte. Und von daher ist es natürlich dann auch so, wenn die Ratingagenturen sich die Nachhaltigkeit eines Unternehmens anschauen, was im jeweiligen Heimatmarkt dominant ist. Also ne, die Franzosen waren schon sehr, sehr stark dominant bei sich, die deutschen Hersteller hier und in Italien dann die italienischen Hersteller. Dann fällt das natürlich auf, dass man sagt, so, okay, ne, so die Kaufkraft geht jetzt extrem runter, die Nachfrage wird runtergehen. Das heißt, auch für das Unternehmen, die Zeiten werden ein bisschen schwieriger sein. Und selbst für vergleichbare Modelle waren die Unterschiede enorm. Also bei VW war das, glaube ich, mit einem vergleichbaren Modell, ein VW Golf zu einem vergleichbaren Fiat-Modell, war das, glaube ich, so, dass man sich zu 0, also 0% Finanzierung bei VW da bedienen konnte und für ein ähnliches Modell bei Fiat musste man 6, 7% oder sowas zahlen. Ja, und das sind dann natürlich Kostenvorteile, die man hat, die man nicht einfach ausgleichen kann. Aber der Hauptgrund da waren wirklich diese enormen Spreads, die wir in der Eurozone zu Zeiten der Hochkrise hatten. Das hat sich natürlich ein bisschen gebessert dann im Laufe der Zeit, aber nichtsdestotrotz bestehen diese Spreads fort und gerade in kapitalintensiven Industrien machen ein paar Basispunkte dann ja auch schon enorme Unterschiede aus. Von daher, ja, ist da natürlich dann auch, sage ich mal, so ein Learning vielleicht für die, das habe ich auch für Social Europe in meinem Artikel geschrieben, ein Learning für die EZB wäre halt, ne, wenn ihr eben einen vernünftigen Wettbewerb in einem vernünftig funktionierenden Binnenmarkt haben wollt, müssen die Ausgangskosten für das Kapital müssen gleich sein. Also die Spreads müssen zu sein. Und dann kann man sagen, gut, dann sind, ne, so die Aufschläge, die es halt bei Unternehmen gibt, dann wirklich risikobedingt und nicht, dass sich dann die Kapitalmärkte dann eben daran orientieren, so okay, wo steht die Bundesanleihe und ne, wo steht, was weiß ich, BMW? Also BMW hatte bessere Konditionen als Italien beispielsweise zu Hochzeiten der Eurokrise, ja, um sich an den Kapitalmärkten Geld zu leihen, das völlig absurd ist. Von daher müsste man da eigentlich dann auch gegen agieren, damit die Risikoaufschläge bei den jeweiligen Kapitalkosten, die sich für die Unternehmen bei der Anleiheemission ergeben, dann auch ja wir dann auch seinen, ich sag mal, realen oder wettbewerbliche, wie soll ich sagen, Verzerrungen oder Konstellationen oder Realitäten dann eben bezeugen oder angeben, ne? Ja, jetzt ist das Argument aber, wenn die EZB Staatsanleihen kauft und damit für ein konvergentes Zinsniveau sorgt, also dafür sorgt, dass für französische Anleihen genauso viele Zinsen gezahlt werden wie für deutsche Anleihen, dann sorgt das für Fehlanreize und der französische Staat, der haut dann viel zu viel Geld raus. Denn Politiker, die können ja, wenn sie nicht von den Finanzmärkten diszipliniert werden, nicht gut mit Geld umgehen. Was sagst du zu diesem Argument? Ja, es ist Schwachsinn. Also ich meine, in der Eurozone muss man ja sagen, wenn es eben keine Möglichkeit mehr der nominalen Auf- und Abwertung mehr gibt, was wir nicht haben, heißt es, dass wir im Grunde eine konstante Preisentwicklung brauchen über die verschiedenen Länder hinweg, damit es eben keine Verzerrungen der Wettbewerbsfähigkeit gibt. So, das heißt, man gibt sich implizit ein Inflationsziel und da finde ich es viel, viel klüger, wenn man dann sagen würde, so, man orientiert sich dann, oder man hat statt irgendwelcher verpflichtender Defizit- und Schuldenobergrenzen und was weiß ich, hat man eben ein verpflichtendes, Inflationsziel. Da kommt natürlich dann auch noch nicht nur die Fiskalpolitik, sondern auch die Lohnpolitik mit rein. Ob ein Staat dann, was weiß ich, 5% Defizite fährt und damit eine voll ausgelastete Wirtschaft hat und ne, 2% Inflation und ein anderer dann geringere Defizite oder leichte Überschüsse oder so, das ist dann letztendlich egal. Aber ich meine, die Frage ist wirklich, wie kriegt man das hin, dass
also zum einen der Arbeitsmarkt insgesamt funktioniert. Das ist in weiten Teilen Europas eben nicht der Fall, sodass Staaten dann natürlich auch gezwungen sind, dann da irgendwie reinzugehen. Es hat nichts mit Fehlanreizen oder sonst was zu tun. Ja, wenn ich 6, 7, 8, 9, 10% Arbeitslosigkeit habe oder 25% Jugendarbeitslosigkeit, natürlich muss der Staat dann da gucken, wie er dann da reingeht, um das zu beseitigen. Und ja, also da, dieses Argument finde ich ziemlich absurd. Und dann die Annahme irgendwie zu glauben, dass selbst wenn dort jetzt Vollbeschäftigung herrschen würde, ja, dass der Staat dann weiterhin noch viel, viel mehr Geld reinpumpen würde in eine völlig überhitzte Wirtschaft. Also ich meine, das ist ja jeder Politiker, der halt über ein paar Jahre hinweg hinaus denken kann, weiß, dass wenn die Wirtschaft voll ausgelastet ist und man dann fiskalisch nochmal aufs Gaspedal tritt, dass es dann ja zu nichts als Preiserhöhungen kommt und sie selbst halt damit gar nichts gewonnen haben. Ne? Also von daher glaube ich, sind die Anreize halt schon so gegeben, dass man eben Vollbeschäftigung bei niedriger Inflation und idealerweise steigenden Reallöhnen dann garantieren kann. Und dazu braucht es gute monetäre Bedingungen und nicht dieses, oh ja, die Märkte müssen den jetzt hier disziplinieren und nicht. Und dadurch haben dann andere wiederum Vorteile, andere nicht. Andere können sich dann auf Kosten anderer konsolidieren. Also dieses Modell, was wir in Europa haben, das ja krankt an so vielen Ecken und Enden. Aber anstatt dass man dann eben in der Angleichung der Spreads dann eine weitere Krankheit oder Fehlanreize sehen würde, das ist, glaube ich, mehr mit deutschen Vorurteilen zu begründen über die verschwenderischen Picks, die dann lieber Geld für Wein und Frauen raushauen, als wie wir fleißigen Deutschen da irgendwie richtig zu schaffen. Das ist, glaube ich, eher mit so einem Narrativ begründet als mit irgendwelchen anderen Realitäten. Der Vorschlag, den du gerade gemacht hast, der benötigte ja Lohnkoordination, wenn man den umsetzen würde. Also wenn man überall eine Inflationsrate von 2% haben wollte, dann müssten die Löhne überall ungefähr 2% über dem Produktivitätswachstum steigen. Und da könnte man jetzt sagen, das ist doch ein zu großer Eingriff in die nationale, also das ist doch ein zu großer Eingriff in die Tarifautonomie. Das Argument kommt dann immer. Man kann doch nicht den Gewerkschaften und den Unternehmen vorschreiben, was für Löhne sie vereinbaren sollen. Ja, wie gesagt, also Löhne unpolitisch zu behandeln, das ist jenseits der Realität. Ne? Also wir haben es bei uns in Deutschland gesehen, im Automobilsektor, aber auch in anderen Bereichen, wie der Staat, wenn ihm die Löhne zu hoch waren, ne, da volle Kanone gegenschießen konnte. Teilweise wird natürlich auch über die Politik Druck ausgeübt auf die Löhne, wenn, was weiß ich, beispielsweise dann auch Löhne im öffentlichen Dienst nicht vernünftig bezahlt oder erhöht werden, wenn die Grundsicherung ja im Grunde zerschossen wird, ja, dass da am Ende nicht viel mehr als Armut und Erniedrigung mit drin ist. Also ich meine, das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Verhandlungsposition der Arbeit und damit, was man letztendlich an Löhnen da durchsetzen kann. Ja? Also man kann sagen, man greift formal in die Tarifautonomie nicht ein, aber man schafft Bedingungen, dass eine Seite mit einem, was weiß ich, Stock in den Ring zieht und die andere mit einer Bazooka dasteht. So, ne? Also das sind dann sehr, sehr ungleiche Verhältnisse, für die man sorgt. Von daher ist so dieses Argument der unpolitischen Löhne, das hält sich einfach nicht. Und wenn wir auch in die anderen Länder mal schauen, gucken wir uns an, was in Griechenland passiert ist. Diese massiven Lohnsenkungen, die es da gegeben hat, die zu einem Einbruch des Binnenkonsums und zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt haben. Auch dort war es ja jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh, die Politik hält sich raus und wir machen jetzt. Nein, da wurde ganz knallhart von Seiten der Politik aus wurden da die Löhne gesenkt. Genau das Gleiche in Frankreich. Also auch da habe ich mir den Automobilsektor ein bisschen genauer angeschaut und man sieht halt schon, dass es im Grunde eine Kopie 1:1 von dem war, was die Deutschen da gemacht haben, ne? Mit Flexibilisierung der Arbeit, Senkung der Löhne und dann hatte man teilweise in Werken von Renault war das, glaube ich, 50% der Belegschaft waren dann Leiharbeiter und sowas. Also man hat da unfassbar die Prekarität, die Unsicherheit erhöht. Von daher ist Druck nach unten, ja, auf die Löhne, wenn er dann politisch ist, ist anscheinend scheinbar immer okay.
Ja, aber wenn es dann halt irgendwie eine Koordination geben soll, dass man eben funktionierende Wettbewerbsbedingungen für alle schafft, das ist ja im Grunde so die Idee dieser staatlichen Intervention, ja, dass es vernünftige Wettbewerbsbedingungen für alle Staaten dieser Währungsunion gibt und nicht einige aufgrund von irgendwelchen Besonderheiten, sage ich mal, besonders profitieren, andere aufgrund von Konstruktionsfehlern dann unter die Räder geraten. Oder manche Länder aufgrund irgendwelcher spekulativer Attacken, also ne, wenn wir jetzt also die hatten wir ja selbst innerhalb der Eurozone, weil ja nicht klar war, steht die EZB hinter den Staatsanleihen oder nicht, ne? Da konnte man dann spekulativ reingehen. Und also das hat ja nichts mit den realwirtschaftlichen Umständen da irgendwie zu tun gehabt. Und trotzdem hat das die Wirtschaft enorm hart destabilisiert, für Arbeitslosigkeit mit dazu beigetragen. Von daher zu sagen, ja, irgendwie, ach, nö, das ist ja hier Tarifautonomie und so und der Staat muss sich raushalten, das ist völliger Quatsch, weil das ein ganz, ganz wichtiger Hebel ist, eben dafür sorgt, dass die Wettbewerbsbedingungen vernünftig sind und nicht irgendwelche Zufallsprodukte oder irgendwelche erratischen, spekulativen Preisverschiebungen dann eine nachhaltige, stetige wirtschaftliche Entwicklung möglich machen. Da würden jetzt aber Befürworter solcher staatlich orchestrierten Lohnsenkungen sagen, ja, Moment mal, wir ziehen uns hier aufs neoklassische Arbeitsmarktmodell. Wenn die Löhne sinken, dann stellen die Unternehmen ja mehr Arbeiter ein, dann sinkt die Arbeitslosigkeit und das ist doch letztlich für alle gut. Also du hast gerade schon erklärt, dass man damit eigentlich die Industrien in anderen Ländern niederkonkurriert und so in Summe gar nicht mehr Arbeitskräfte entstehen, aber abgesehen davon, was würdest du denn solchen Befürwortern des neoklassischen Arbeitsmarktmodells antworten? Ja, ich würde Ihnen einfach mal sagen, ja, schaut euch mal die Empirie an. Also außer in Deutschland, wo man halt diesen Sondereffekt über den Euro hatte, wo man sich dann eben heraus exportieren konnte, ja, wo die Nachfrageimpulse dann eben aus dem Ausland kamen, wo hat das funktioniert? Also es gibt ja kein Land, wo das in irgendeiner Form funktioniert hätte, dass man dann sagt, so hier, wir kürzen jetzt massiv die Löhne, ja, das heißt, die Nachfrage bricht sofort ein, ja, wenn ich, was weiß ich, heute 3.000 Euro verdiene, morgen aber nur 2,5, ja, dann ist es natürlich so, dass ich dann auch weniger konsumiere, ja, und das unmittelbar, also von einem Monat auf den nächsten. Und also warum sollten die Unternehmen dann mehr Leute einstellen? So, die werden dann natürlich mit einer Anpassung der Produktion nach unten damit reagieren und entsprechend auch mit einer Anpassung der Beschäftigung nach unten. Und ja, solange da keine neuen Impulse kommen, dann wird das nicht funktionieren. Also man sieht, dass diese Nachfragerückgänge durch die Lohnsenkungen immer negative Beschäftigungseffekte haben. Und wenn etwas immer negative Beschäftigungseffekte hat, aber es in der Theorie einfach nicht haben sollte, dann ist die Theorie halt falsch. So, also tut mir leid, ne? Das ist halt so. Und damit sind wir mit dem Punkt fertig. Du hast vorhin auch noch gesagt, dass Schumpeters Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung Entwicklung erklären kann, das in der neoklassischen Theorie aber nicht der Fall ist. In der neoklassischen Theorie wird das ja exogenisiert. Jetzt haben wir, wie wir ja gerade herausgearbeitet haben, im europäischen Binnenmarkt, in der Autoindustrie, diesen darwinistischen, diesen neoklassischen Wettbewerb. Wird sich das auf globaler Ebene negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie ausgewirkt? Wurden da irgendwelche technologischen Entwicklungen dadurch verschlafen? Ja, volle Kanone, weil man einfach nur geguckt hat, also von Seiten der Staaten, also gerade da Deutschland, war das halt so, okay, wir brauchen halt irgendwie ein Maximum an Beschäftigung hier. Wie wir das erreichen, ist völlig egal. Und ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht, ist völlig egal. Und ob wir einen völlig übersättigten Markt einfach in Grund und Boden konkurrieren, indem wir unsere Marktanteile darin erhöhen und so die Produktion und die Beschäftigung hier in dem Land halten und sie in anderen Ländern abgebaut wird, ist uns auch völlig egal. Also das war ja so die Denke. Der Nexus zwischen Unternehmen und Staat, der da zusammen im Grunde dieses Modell da durchgeboxt hat. Aber natürlich hat man da die neuesten technologischen Entwicklungen verschlafen. Das ist ganz, ganz klar. Also Frankreich hat das im Rahmen seiner Möglichkeiten auch noch versucht, gerade jetzt unter Hollande da zu sagen, gut, wir pushen jetzt mal die Elektromobilität ein bisschen stärker. Weil wir eben über eine höhere Produktivität unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen wollen und nicht nur über die Löhne.
Aber gut, wenn man sich mal anschaut, ne, wo die französische Automobilindustrie also gerade im Elektrobereich steht, sind sie deutlich vor Deutschland noch. Von daher kann man schon sagen, das war teilweise erfolgreich, aber natürlich kannst du halt nicht, wenn du auch eine vernünftige Infrastruktur brauchst, wenn du vernünftige Einkommen brauchst, ne, damit es da diesen Hochlauf im Markt gibt, wenn du teilweise bestimmte Technologien noch subventionieren, speziell anreizen musst, etc., kannst du halt nicht mit einem Fuß auf dem Gaspedal und dem anderen Fuß auf der Bremse fahren. So, das geht einfach nicht, da kommt man nicht weiter. Von daher hat dieses Modell ja, Europa schon nachhaltig geschwächt, und man sieht das jetzt auch gerade daran, wie verzweifelt die Automobilindustrie versucht, das irgendwie einzuholen, wie verzweifelt manche in der Politik, jetzt sage ich mal gerade im konservativen Spektrum, ne, versuchen dann irgendwie so eine Notbeatmung des Patienten dann irgendwie zu verlängern, indem man sagt, so ja, irgendwie das Verbrennerverbot, was ja formal kein Verbot ist, ja, aber man einfach sagt, so die Autos müssen emissionsfrei sein. Das heißt, wenn man, keine Ahnung, morgen Erdbeeren durch den Tank jagen könnte, irgendwie, ja, die kein CO2 verballern, dann könnte man noch weiter mit den bestehenden Motoren arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, ne, wird da überlegt, so gut, das Verbrennerverbot, in Anführungszeichen Verbot, müssen wir jetzt aufheben, und irgendwie, ja, aber könnten wir nicht massenweise auf E-Fuels setzen und so, ne, wo die Länder des globalen Südens und so dann einfach E-Fuels liefern können und sowas. Gleichzeitig erhöht man massiv die Zölle gegen vor allem chinesische Autobauer, die dort eine unglaubliche Entwicklung hingelegt haben in der Elektromobilität. Von daher, ja, zeigen uns die Entwicklungen der letzten Jahre, glaube ich, wie enorm Europa sich in seinem Modell des Wettbewerbs, ja, was wirklich so diesen neoklassischen Grundideen entspricht, und was ja auch nicht immer, ich sag mal, per se falsch sein muss, ja. Also, weil ich meine, wenn du beispielsweise einen Pionier hast, der sich mit einer Innovation irgendwie im Markt durchsetzt, ja, und du dann überhaupt keine Wettbewerbspolitik im Sinne der neoklassischen Ideen machst, ne, dass du dann versuchst, im Grunde die Monopolmacht des Unternehmens durch klassische Wettbewerbspolitik zu brechen. Das kannst du ja machen, das ist ja kein Problem, aber ausschließlich darauf zu setzen und diesen langfristigen dynamischen Prozessen dann, also in einer schumpeterianischen Entwicklung abzuwürgen, das ist, glaube ich, das, wo sich die Union unglaublich verfahren hat. Ja, man sieht es gerade in der Automobilindustrie, glaube ich, so deutlich wie in keiner anderen Industrie, wohin das geführt hat. Was hat China denn da besser gemacht? Naja, China hat, also das ist auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Es gibt ein Buch von Martin Post heißt der Typ, glaube ich. Das war der erste Manager von Shanghai Volkswagen in China. Und da hat er irgendwie, also 1000 Tage in Shanghai heißt das Buch. Und da hat er ja seine ersten 3 Jahre praktisch als Manager dort beschrieben, wie das zustande kam. Und auch dort ist es dann halt irgendwie, ne, immer so die Idee gewesen, so, ah, die Deutschen waren so weitsichtig und waren schon so früh in China und haben das alles kommen sehen und so weiter, und auch deswegen waren wir so gut. Und auch dort finde ich es spannend, wenn man sich die Entwicklung anschaut, dass es auch nicht so ganz dem entspricht, also es entspricht einfach nicht den Tatsachen. Citroën zum Beispiel war viel früher als Volkswagen, oder nicht viel früher, aber ein paar Jahre früher als Volkswagen schon in China unterwegs. Die hatten halt das Pech, in einer dieser Special Economic Zones zu landen, wo im Grunde so ein radikaler Marktliberalismus dann irgendwo praktiziert wurde. Ja, also es gab keinerlei Unterstützung vom Staat, keinerlei Hilfe vom Staat, und da sollten die Unternehmen selbst gucken, wie sie halt irgendwie Land gewinnen können, ne? Und von daher hatten die auch keine guten Joint Venture Partner da, und das ging dann ziemlich schnell den Bach runter. Bei VW war das interessanterweise so, dass der Minister für Maschinenbau oder so einer Funktion, der war in Stuttgart, weil man im kommunistischen China kannte man halt irgendwie nur Mercedes, ja, also man kannte diesen Stern, und dann hat man gesagt, so gut, ne, wir wollen jetzt
westliche Technologien hier importieren, auf dieser Basis dann eben unsere Produktionsstrukturen erneuern und unsere Entwicklung vorantreiben. Die Automobilsektor, das hat China ja auch gemacht, dass sie spezielle Sektoren, sage ich mal, oder Industriesektoren rausgesucht haben und gesagt haben, so die wollen wir fördern, ja, weil die kommen mit einer hohen Wertschöpfung, sind forschungsintensiv, bringen uns einen hohen Mehrwert, sorgen für hohe Reallöhne etc. pp. Und genau, da war die Automobilindustrie einer der Sektoren, wo man gesagt hat, so das werden und müssen wir fördern im Sinne einer Entwicklung des Landes insgesamt. Und dann hat man sich so überlegt, so, gut, wer kann Autos bauen? Gut, die Deutschen, was gibt's da? Mercedes, so, zack, fährt die Delegation nach Stuttgart. Und was denen dann in Stuttgart aufgefallen ist, war, dass da plötzlich so sehr viele VWs dann irgendwo rumfuhren. So, und dann haben sich überlegt, also die würden ja eigentlich für den chinesischen Markt viel besser passen als Mercedes, ne? Kleine, kompakte Autos, wahrscheinlich dann auch ein bisschen kostengünstiger und ja, einfach besser den Entwicklungsstatus, den man dann da hatte. So, und dann haben die dann da halt rumgefragt, so, ne, was ist denn das hier eigentlich, dieses VW? Und ja, die kommen aus Wolfsburg. Gut, dann sind sie kurz an den Zug gestiegen, nach Wolfsburg gefahren und dann an der Pforte, ne, waren, hey, ich bin hier so der Minister für Maschinenbau und so und wir würden mal gerne mit irgendwem von euch sprechen. Und zufälligerweise war jemand aus dem Vorstand von VW gerade da und so kam das dann ganz in die Gänge. Also Karl Hahn hat das dann natürlich dann auch stark gefördert und so als CEO von Volkswagen. Aber es war eher Zufall, dass die Begegnung überhaupt zustande kam und dass man dann auch in Shanghai in einer Special Economic Zone gelandet ist, wo es wirklich ein fast schon korporatistisches Modell, wenn man so will, wo es das schon gab. Also dass dort die Drähte zur Regierung sehr gut waren, zur Lokalregierung, zur Zentralbank etc. Und das war dann so die Grundlage eben, um bestimmte Dinge ins Laufen zu bekommen, weil du kriegst es eben ohne gute Drähte in die Politik nicht hin, auch im Sinne jetzt beispielsweise ganz banaler Fragen wie der Infrastruktur oder so, ja, wenn du mal irgendeine Erlaubnis für irgendwas brauchst oder eine Infrastrukturerweiterung bei irgendwas, brauchst du einfach die guten Drähte in die Politik rein, damit diese Sachen dann möglich werden. Und das war so die Grundlage für den Erfolg von VW. Und was die Chinesen natürlich sehr, sehr gut gemacht haben, war, dass sie die Bedingungen für die Produktion vor Ort daran geknüpft haben, dass auch das Wissen weitergegeben wurde, ne, an den chinesischen Partner. Also im Grunde hast du dir den chinesischen Markt erkauft mit dem Verkauf deiner Technologie. Das war so die Idee dahinter. Und die Chinesen haben auf dieser Grundlage unglaublich gut gelernt, unglaublich schnell gelernt und dann ja eine Masse erreicht, wo sie dann ihre eigenen Unternehmen dann auch weiter fördern und entwickeln konnten. Und so sind sie dann ja, auch in neueren Sektoren, weil da sind die Chinesen, glaube ich, auch ein bisschen pragmatischer. Ja, das ist jetzt nicht so wie in Deutschland irgendwie Verbrenner bis in alle Ewigkeit und wer das nicht will, der ist ein linksradikaler Extremist und muss bekämpft werden oder so. Sondern dann hat man auch schon, also jetzt ne, gerade was dann auch so Luftverpestung und sowas in den Städten anging, war halt auch schon früh klar, dass man auch alternative Wege gehen muss. Auch im Sinne des Klimas und ja, hat dann über Subventionen und Investitionen in Infrastruktur etc. auch dafür gesorgt, dass die anderen Industrien dann eben hochfahren konnten, gerade im Bereich der Elektromobilität. Und da sind Player wie BYD oder so auf einem ganz anderen Level als die deutschen Hersteller. In den letzten Jahren sind ja auch die, oder in den letzten Jahrzehnten muss man ja mittlerweile sagen, sind die Löhne in China ja auch sehr stark gestiegen und trotzdem hat sich eine eigene chinesische Autoindustrie entwickelt. Also es scheint so zu sein, als ob höhere Löhne gar nicht die Entstehung neuer Industrien verhindern, sondern dem vielleicht sogar zuträglich sind, oder? Ja, natürlich. Also ich meine, das zeigt ja auch die Entwicklung in den Industriestaaten insgesamt. Höhere Löhne müssen nicht unbedingt bedeuten, dass irgendwelche Industrien dann irgendwie nicht entstehen oder sonst was. Im Gegenteil, es entsteht natürlich auch Kaufkraft. Das war ja auch so die Grundidee hinter diesem chinesischen Wachstumsmodell. Also am Anfang ging es ja schon sehr, sehr stark darum, eben exportgetriebenes Wachstum, ne? Also man importiert westliche Technologien, nutzt es mit billiger chinesischer Arbeit.
und hat dann enorme absolute Vorteile auf den internationalen Märkten und exportiert, exportiert, exportiert. Konnte man so natürlich über die hohen Leistungsbilanzschlüsse hohe finanzielle Vermögenswerte aufbauen. Und ja, aber irgendwann, ne, geriet dieses Modell natürlich auch in die Kritik. Gerade bei so einem großen Land wie China ist es eben ja enorm destabilisierend, wenn da so hohe Leistungsbilanzüberschüsse gefahren werden, weil das dann natürlich auf globaler Ebene also Ungleichgewichte ergibt, die dann mit hohen Finanzkrisen oder mit einem hohen Risiko für Finanzkrisen einhergehen. Und natürlich auch das Sparproblem dann, ne, im Rest der Welt dann verschärfen, wenn die Chinesen eben ständig mehr produzieren als konsumieren, wird's schwierig so. Von daher war da auch die Devise, gut, man hat das für ein paar Jahre, paar Jahrzehnte gemacht, musste dann das Entwicklungsmodell ändern, hin zu einer stärkeren Binnennachfrage, um auch von den hohen Überschüssen runterzukommen, was die Chinesen dann auch gemacht haben. Also gerade so mit 2004, glaube ich, ging es los, mit der Einführung des Mindestlohns, sondern wirklich einer sehr, sehr stark rigorosen Lohnpolitik, die sie da gefahren haben, was dann natürlich auch die Kaufkraft in China insgesamt gestärkt hat, die Möglichkeiten, die individuellen Möglichkeiten für Weiterbildung, für die Akkumulation von Humankapital deutlich verbessert hat. Und das hatte dann wirklich das war dann so eine Kaldor'sche Cumulative Causation, wenn man so will, ne? Also, dass dann eben eine positive Entwicklung, weitere positive Entwicklungen dann im Grunde anstößt. Und ja, auf diese Weise hat China wirklich geschafft, sich innerhalb kürzester Zeit aus dieser extremen Armut da zu befreien, zu einem Upper Middle Income Country zu entwickeln. Und ja, das Modell stockt natürlich jetzt. Den USA gefällt das nicht, ne? Dass die Chinesen da hier und da mal ein Wörtchen mitreden können. Das passt ihnen gar nicht. Da feuern die natürlich aus allen Ecken und Enden, dass man die irgendwie eindämmt. Auf der anderen Seite hat die chinesische Regierung natürlich auch unfassbare Dummheiten begangen. Also gerade so diese Zero-Covid-Politik oder sowas. Völlig absurd. Man fragt sich auch so diese zunehmende Konzentration der Macht um Xi Jinping. Ja, kann auch zu Problemen führen, wenn dann eben Entscheidungen getroffen werden, die wirtschaftlich insgesamt nicht klug sind. Aber nochmal so über die ganze Periode hinweg war das, was die Chinesen gemacht haben, wirtschaftlich schon sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, eine Sache musst du mal erklären, also viele Zuschauer des Kanals werden wissen, was das ist, aber Leute, die sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben, denen wird gerade ein Wort neu vorgekommen sein, das Sparproblem der Welt. Was meinst du damit? Also das Sparproblem im Rest der Welt, würde ich mal sagen, ne? Weil wenn jetzt eben, ich sag mal, die Chinesen mit einem Markt von 1,5 Milliarden Menschen da unterwegs sind, von denen natürlich viele noch sehr viel Luft nach oben haben bei den Einkommen, das ist halt auch klar. Aber wenn das Land insgesamt eben mehr produziert, als es konsumiert, naja, dann muss eben der Rest der Welt mehr konsumieren, als es produziert. Und auf Dauer führt das zu Leistungsbilanzdefiziten, sage ich mal, im Rest der Welt, zu Deindustrialisierung. Ja, die Chinesen, die sammeln entsprechend Reserven an. Ja, also wenn man so will, ich nehme mal das Beispiel Deutschland, da haben wir das ja auch, dass wir ein Sparproblem im Rest der Welt verursachen. Ja, weil wir bauen hier finanzielle Vermögenswerte auf und die heimischen Sektoren, Staat, Unternehmen und Haushalte, die sparen einfach. So, wir sparen, wir legen uns das Geld auf die hohe Kante und geben es nicht aus, weil Schulden sind ja böse und das Ausland macht die ganze Zeit Schulden. So, das heißt, wir oder ne, damals dann die Chinesen, wir verkaufen das Ausland, wollen aber gar nichts von denen kaufen. So, und naja, wenn wir nichts von denen kaufen wollen, weil wir eben sparen wollen, dann wird das dazu führen, dass dort über kurz oder lang es zu Zahlungsbilanzschwierigkeiten kommen wird und dann auch Beschäftigung abgebaut werden wird. Ne? Weil letztendlich müssen wir ja natürlich auch oder sollten wir zumindest mehr importieren. Damit würden wir dann auch zusätzliche Nachfrage im Ausland schaffen, was dann dort die Auslastung der Produktionskapazitäten beziehungsweise die Auslastung der Wirtschaft dann insgesamt erhöhen würde. Aber wenn wir das eben nicht machen,
Und sagen wir sparen, ja, wir haben Leistungsbilanzüberschüsse von 7-8% des BIP, also viermal so hoch wie die Chinesen relativ zur Wirtschaftsleistung. Damit verursachen wir natürlich eine enorme Nachfragelücke im Rest der Welt. So, und wenn wir jetzt aufs Beispiel Europa eingehen, ja, dann sehen die Salden für die anderen Länder eben nicht so aus wie bei uns, wo dann, ne, das Ausland die Schulden macht, sondern die Unternehmen sparen, die privaten Haushalte sparen, der Staat spart so. Das ist Deutschland. Im Rest der Welt ist es dann eben so, oder im Rest Europas, sagen wir mal, ist es dann eben so, dass die privaten Haushalte schon sparen, das Ausland spart, ja, als Sektor. Und in den meisten Ländern sparen dann auch die Unternehmen, ja, und dann bleibt eben nicht viel Raum dafür. Da muss halt der Staat dann das Gegengewicht dann dazu bilden, weil ja, anders löst es sich eben logisch nicht auf. Von daher, ja, ist, also das ist halt das, was mit diesem Sparproblem dann gemeint sein wird, dass man eben eine Nachfragelücke, wenn man so will, im Rest der Welt erzeugt. Die Unternehmen waren ja nicht schon immer Sparer. In den 60er Jahren ha hatten sie ja noch deutliche Defizite, da waren die Unternehmen noch Schuldner. Wieso hat sich das geändert? Wieso sind die Unternehmen in den meisten Industrieländern mittlerweile Nettosparer? Ich glaube, es hat viel mit Corporate Power einfach zu tun. Also Corporate Power auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, wie sich die Bedingungen insgesamt geändert haben, die makroökonomischen Bedingungen. Wenn wir uns mal anschauen, die 60er Jahre, wir hatten enorm hohe Lohnzuwächse, ja, und das heißt, wir hatten auch eine brummende Nachfrage. Ja, also die Unternehmen hatten ständig waren ständig damit beschäftigt, irgendwie ihre Produktionskapazitäten zu erweitern, zu erneuern, um eben eine wachsende Nachfrage irgendwie zu bedienen, und hatten dazu dann auch sehr, sehr günstige monetäre Bedingungen, ne? Also wir hatten stabile Wechselkurse, die anpassbar waren, aber jetzt keinen unnatürlichen Schwankungen ausgelegt waren. Wir hatten nicht diesen extremen Druck der Kapitalmärkte, dass die Unternehmen jedes Quartal irgendwie Zahlen liefern mussten. Ja, also diese extreme Kurzfristigkeit, die gab es dort einfach nicht, sodass die Unternehmen auch mehr Luft und Raum hatten, eben längerfristig in ihre Produktion zu investieren. Und ja, die FED fand eine expansive Geldpolitik aufgrund der fixen Wechselkurse aller anderen Länder zum US-Dollar, mussten alle anderen Zentralbanken das nachmachen. Von daher waren es für die Unternehmen ideale Bedingungen, um da ständig zu investieren. Und auch gerade aufgrund jetzt beispielsweise in Europa, in Deutschland, aufgrund der hohen Tarifbindung, die man da hatte, war es halt auch klar, dass Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit primär über eine höhere Produktivität erhöhen mussten und es nicht über Lohnsenkungen gehen würde. Naja, und diese Bedingungen sind allesamt kollabiert. Also die Zinsen waren gerade nach der Finanzkrise halt irgendwie niedrig, aber weil der Staat da gleichzeitig die Löhne gedrückt hat, beziehungsweise Druck auf Arbeit ausgeübt hat, selbst auf die fiskalische Bremse getreten hat, ja, fehlt den Unternehmen dann einfach Nachfrage. Die Unternehmen wissen auch, dass sie im Grunde nicht investieren müssen, wenn die Löhne nicht steigen, dann ist es ja sehr egal, ne? Dann kann man auch, oder man kann eventuell mit einer weiteren Runde Lohnsenkungen dann die eigene Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Da muss man sich gar nicht darauf irgendwie einlassen, dass man da groß innovativ tätig werden muss, um langfristig zu überleben. Von daher, ja, und das schmeckt den Unternehmen natürlich auch, ne? Weil ich meine, jede Investition ist mit Unsicherheiten verbunden, mit Mehrkosten verbunden. Und das ist für manche Unternehmen, ja, also es ist immer besser, sage ich, oder einfacher, den Status quo irgendwie aufrechtzuerhalten, anstatt da investiv irgendwie tätig zu werden. Und wenn man solche Bedingungen dann schafft, wo man die Nachfrage zertrümmert, wo man die gewerkschaftliche Organisation zertrümmert, wo man auch global dann aufgrund geopolitischer Erwägungen, ne, die internationale Zusammenarbeit schwächt, wo man Kapitalmärkte hat, wo pro Quartal immer geliefert werden muss, ansonsten wird man abgestraft und ein CEO, der nicht liefert, wird durch einen anderen CEO dann ersetzt, der liefert. Also all diese Faktoren zusammen, ja, sorgen dann dafür, dass die Unternehmen dann eher sagen, warum sollten wir investieren? Müssen wir nicht. Wir können auch so unsere Margen, unsere Gewinne einfahren und legen das Geld auf die hohe Kante, teilweise auch dann
zum Beispiel gegen Absicherung, dass man, was weiß ich, wenn es irgendwelche spekulativen Attacken auf irgendwelche Aktien oder so gibt, dass man über Aktienrückkäufe, ne, dem dann entgegenwirken kann und ja, dann wird eben nicht mehr investiert. Ja, das ist eine sehr interessante Frage und da könnte man bestimmt auch ein ganz eigenes Interview zu machen. Ich wollte dich nur kurz nach deiner Meinung fragen, wenn ich dich hier schon mal zu Gast habe. Zum Abschluss wollte ich dir dann noch ein paar Zuschauerfragen stellen. Ein Zuschauer fragt, wenn VW und Co. in den 2010er Jahren, hast du vorhin gesagt, negative Cashflows hatten, wieso konnten sie dann so hohe Dividenden zahlen? Naja, weil die Cash-Bestände halt immer noch in irgendeiner Form da waren. Also ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, da müsste ich nochmal in meine Disk reinschauen, aber die gibt es auch. Ich weiß nicht, ob du das dann irgendwie mit verlinken kannst oder so. Da können sich diejenigen, die da interessiert sind, da auch nochmal reingucken. Aber ja, also die Cashflows, die Bestände, die waren da und natürlich heißen negative Cashflows ja, für den Moment, ne, dass man, ich sag mal, netto mehr Cash-Ausflüsse als Inflüsse hat, aber trotzdem konnten sich halt auch zu unglaublich günstigen Bedingungen an den Kapitalmärkten frisches Kapital dann holen, wenn es notwendig gewesen wäre. Von daher, ja, waren die Dividendenzahlungen da jetzt nicht das Problem. Aber eine andere Sache, ich würde auch vielleicht so ein bisschen anzweifeln, ich habe mir das auch in meiner Dis angeschaut. Im Buch habe ich das nicht mit erwähnt, weil das wären dann einfach zu viele Details gewesen. Wenn man sich aber die Dividenden von deutschen Automobilherstellern im internationalen Vergleich angeschaut hat, waren sie jetzt auch nicht sonderlich hoch. Also das war auch was einige Analysten dann immer kritisiert haben, dass die deutschen Autobauer dann so viel oder so schlechte Dividenden zahlen. Von daher hätte man auch sagen können, gut, wenn VW bei einer besseren Cashflow-Performance gewesen wäre, dann hätten sie halt noch höhere Dividenden zahlen können. So, also ja. Ja, war es ja schon interessant Ich muss ist. grundsätzlich, ja, genau. Es ist interessant, aber also da gab es auch unter den Herstellern, die ich da analysiert habe, jetzt keine allzu großen Unterschiede darüber, wo wie viel Dividenden etc. gezahlt wurden. Also was ich generell gelernt habe, gerade im Automobilsektor, war, dass man jetzt so ein bisschen, also man sollte den Headlines, sage ich mal, in den deutschen Medien misstrauen. Weil ich bin da wirklich mit so einer Einstellung reingegangen, okay, krass, die deutschen Autobauer, die waren so gut und so solide und so toll und man liest ja immer Rekordprofit und Rekordumsatz und Rekord dies, Rekord das, so und so viele Milliarden und ne, so und jetzt hier Rekord bei den Dividenden und noch ein Rekord und irgendwie, ich weiß nicht, inwiefern da natürlich dann auch die PR-Abteilung, die Investor Relation-Abteilung der Unternehmen gute Arbeit geleistet hat, aber in einem internationalen Vergleich war das nichts Besonderes. Was die deutschen Unternehmen da geliefert haben. Und gerade in manchen Punkten, also vor allem beim Cashflow, war man sogar unterdurchschnittlich unterwegs. Ich weiß auch gar nicht, ob das VW war mit den negativen Cashflows oder Mercedes, also Daimler. Da müsste ich auch nochmal gucken. Aber auf jeden Fall waren die Cashflows bei den Unternehmen extremst schwach. Und ja, da muss man sich auch so ein bisschen von aus, also selbst wenn irgendwie steht, so Rekorddividende wird ausgezahlt und sowas. Es ist irgendwie mutet das schon ein bisschen pervers an, ja, wenn man sieht, so wie mit Arbeit umgegangen wird, dass Löhne gekürzt werden, Arbeitsbedingungen schlechter werden, etc. Und dann werden X Milliarden an Dividenden ausgezahlt. Ja, nichtsdestotrotz, ich sehe das eher als ein Systemfehler, als etwas, was man dann den eigenen oder den einzelnen Unternehmen da ankreiden müsste, weil also der Druck der Kapitalmärkte ist wirklich absolut enorm, ja. Und beispielsweise als dann der Ghosn bei Renault übernommen hat, war das dann halt auch so, ihm war alles scheißegal, außer die Marge und einen positiven Cashflow zu, also so als Absicherung, sage ich mal, ne, gegen die Kapitalmärkte, als Signal für die Kapitalgeber so, hey, hier werden Dividenden fließen und sowas, ja. Und ich meine, das Ding ist, wenn du in diesem System eben jemanden hast, der sagt, oh nee, aber mir ist Nachhaltigkeit wichtiger, ja, und
Deswegen werden wir jetzt keine Dividenden auszahlen, sondern wir investieren langfristig in, was weiß ich, unsere Produktionsanlagen oder in Elektro oder sonst irgendwas. So ticken Kapitalmärkte nicht. Kapitalmärkte ticken von Quartal zu Quartal, von Reporting Period zu Reporting Period. Und da ist es so, wenn ein CEO nicht liefert, der wird sofort gefeuert. Also wenn die Marktkapitalisierung da in den Keller geht und in Unternehmen ist es dann ähnlich wie in der Politik, ja, dann werden dann, was weiß ich, bestimmte Infos geleakt, Allianzen geschmiedet, die Presse macht Druck und dann werden die Leute abgesägt. Ja, und es ist nicht umsonst so, dass mittlerweile auch extrem viele CFOs, also ne, die Chief Financial Officer waren, dann zur Position der CEOs aufsteigen. Das heißt, ich glaube wirklich, wenn man diese Korrektur von diesen perversen Phänomenen haben will, muss man da ans System gehen, weil ansonsten das bringt nichts. Da werden dann einfach nur die Protagonisten dann jeweils ausgetauscht, und das war's dann, ne? Also für mich ist es ganz klar, ein Systemfehler und klar kann man dann den jeweiligen Managern dann auch nur, ne, ankreiden, dass sie sich, was weiß ich, daran bereichern oder sonst irgendwas. Das hat dann auch alles seine Richtigkeit, aber solange man an diesen Systemfehler nicht rangeht, ja, wird sich daran auch nicht wirklich viel ändern. Ja, dieses Problem, das haben ja schon CEOs, die eine relativ gefestigte Position haben, auch angesprochen, wie beispielsweise Elon Musk. Der hat sich ja auch häufiger schon beschwert, dass er alle Vierteljahr da den Finanzmärkten das Recht machen muss und die Zahlen von Tesla so schön rechnen muss, wie es irgend geht, anstatt sich auf die langfristigen Projekte konzentrieren zu können. Und gerade bei VW wirkt das dann doch etwas seltsam, da VW ja auch große staatliche Aktionäre hat. Also die Aktionärsstruktur von VW, die ist ja nicht so durchmischt, dass da irgendwelche Hedgefonds und so drin säßen, sondern zum einen sind das Eigentümerfamilien Pirch und Porsche und dann das Emirat Katar und das Land Niedersachsen. Also das sind ja auch eigentlich Anleger, die ein langfristiges Interesse an einem langfristig erfolgreichen Unternehmen haben müssten. Ja, und das ist dann ja auch so das Argument, dass man dann sagt, so, und deswegen sind die deutschen Autobauer dann auch nicht so krass wie beispielsweise die Franzosen, wobei man dort natürlich auch gerade bei PSA auch hohen Anteil im Familienbesitz hat und ne, Renault hohen Staatsanteil, der jetzt reduziert wurde, aber Staat ist halt immer noch drin. Und es hat teilweise dann natürlich auch gezeigt, wie, also gerade bei VW, das fand ich auch spannend, das nochmal so zu durchleuchten in den frühen Nullerjahren, war ja dann auch die Übernahme von Ford beispielsweise geplant, ne, wo dann das Land Niedersachsen gesagt hat, nö, das machen wir nicht. Bei Porsche war das dann ja auch genauso, dass Porsche dann ja irgendwann bei der geplanten VW-Übernahme 50% der Anteile irgendwie hatte oder knapp 50. Aber keine Entscheidung irgendwie durchbringen konnte, weil das Land Niedersachsen eben eine Sperrminorität hatte, was dann ja auch vor den Europäischen Gerichtshof ging und sowas, ne? Und im Grunde hat man da die Klausel dann einfach geändert. Also dann war das, glaube ich, dass man statt mindestens einer Zustimmung von 20% plus einer Stimme, dass man dann irgendwie jetzt bei wichtigen Entscheidungen mindestens 80% Zustimmung haben musst oder irgendwie sowas. Also am Anfang war es eine Sperrminorität, das wurde dann vom EuGH eben als unzulässig erklärt und dann hat man das dann halt irgendwie umgedreht, sodass es halt eine de facto Sperrminorität war, aber rechtlich dann halt irgendwie dann noch gepasst hat, ne? Und dann hat eben VW einfach Porsche geschluckt, nachdem sie sich halt ein bisschen da übergangen haben. Also das zeigt, dass da eine gewisse Stabilität, sage ich mal, schon vorhanden ist. Nichtsdestotrotz spielen die Unternehmen natürlich auch auf den Kapitalmärkten unter denselben Regeln, die da vorgesetzt werden, ne? Also wenn die Marktkapitalisierung von VW in den Keller rauschen sollte, ja, da wird es auch für sie schwieriger dann, ne? Oder die Konditionen, sich dann Kapital zu besorgen, werden dann auch für sie schwieriger. Von daher, ja, kann man halt schon sagen, es ist weniger drastisch als bei anderen Unternehmen, aber nichtsdestotrotz sind die natürlich auch diesen Regeln da unterworfen. Jo, ein Zuschauer hat noch eine Frage, die jetzt nichts mit unserem heutigen Thema zu tun hatte, aber ich würde die trotzdem noch kurz reinnehmen. Er fragt, viele osteuropäische Länder sind nicht gut durch die Schocktherapien in den 90er Jahren gekommen, weil in Polen war es, so beschreibt er es hier zumindest, relativ erfolgreich. Was sind die Gründe dafür?
Naja, relativ erfolgreich, würde ich mal sagen, auf lange Sicht, ne? Also auch in den 90er Jahren war Polen jetzt nicht ein Eldorado. Man hatte auch teilweise, also jetzt auch gerade Schocktherapien nach der Finanzkrise oder sowas, mit einer massiven Auswanderung, ne, zu kämpfen. Was dann die Arbeitsmärkte entlastet hat. In Polen hat man in den 90er Jahren reihenweise die Menschen in Frührente entlassen, ja, um Druck vom Arbeitsmarkt zu nehmen. Also mein Opa war, keine Ahnung, mit 55 oder so schon in Rente. Ja, meine andere Oma mit 50 in Rente beispielsweise, die hat jetzt schon deutlich mehr Jahre in Rente verbracht, als dass sie gearbeitet hat und so, ne? Also da war auch schon nicht alles rosig, wovon Polen natürlich enorm profitiert hat. Also richtig, richtig aufwärts ging es in Polen wirklich mit dem Zugang zur EU, wo dann auch Gelder in Infrastruktur flossen. Also gerade wenn man sich die Straßen, die Digitalisierung dort anschaut, das ist auf einem ganz anderen Niveau als bei uns in Deutschland. Wir haben auch mal so eine interessante Case Study irgendwie aus so einer vergleichenden politischen Ökonomiensicht. Also meine Familie kommt ja aus Polen, von daher bin ich jedes Jahr da, und wir haben uns im letzten Jahr mit unserem Onkel alte Videos angeschaut, wo wir 6 Jahre alt waren, also 96 war das dann. Und da hast du gesehen, so die Ecken, wo du durch Tichy gegangen bist, also die Stadt, aus der wir kommen, kann man heute nicht mehr, also die Straßen sind neu, du hast moderne Spielplätze, Schulen wurden modernisiert. Viele Industrieparks sind entstanden, Geschäfte wurden rund erneuert. Also du würdest das Land in Teilen einfach nicht mehr wiedererkennen, ne, wenn du das damals mit heute vergleichst. So. Und in Deutschland hattest du teilweise noch, wo wir jetzt hier in Hildesheim da durch manche Straßen gegangen sind, immer noch dieselben Schlaglöcher wie 1996. Also das war für mich so, boah, krass, da ist noch dasselbe Schlagloch, wie, ne, es vor knapp 30 Jahren noch war. Von daher, ja, hat sich in Polen also wirklich so dieser Schub der Entwicklung, der ist mit Zugang zur EU dann angegangen. Du hattest dann auch natürlich viel Immigration, was dann auch teilweise, ne, Rücküberweisungen und sowas bedingte, gerade jetzt aus den Ländern wie England oder so, wo extrem viele Polen hingegangen sind. Du hattest die ganze Automobilindustrie, es ging halt schon vor 2004 los. In Deutschland, da eben gerade in Westpolen die Produktionsstandorte aufgebaut hat, also enorm viel Direktinvestitionen, die das Wachstum da vorangetrieben haben, die Produktionsstrukturen erneuert haben. Und gerade in den letzten 10 Jahren, also bei aller Kritik an der PiS-Regierung, wenn man sich anschaut, wie die Reallöhne gewachsen sind, ja, da hattest du wirklich gerade in der zweiten Hälfte der 10er Jahre wirklich Reallohnsteigerungen von 3, 4% pro Jahr kontinuierlich unter dieser Regierung. Mit Corona ging es dann natürlich krass, krass runter, aber ansonsten wirtschaftspolitisch, also ist es halt schon so, dass viele, viele Menschen in Polen einfach gesagt haben, so seit es die PiS-Regierung gibt, merken wir das erste Mal, ne, wie es uns halt wirklich materiell besser geht. Und viele waren dann auch so, ne, wir verachten sie dafür, was weiß ich, wie sie in Europa irgendwie unterwegs sind, wie sie gesellschaftspolitisch unterwegs sind. Aber naja, wir merken eben, dass wir mehr Geld in der Tasche haben, höhere Lebensstandards haben, und dann ist uns der Rest völlig egal. Und deswegen wählen wir die. Und auch diese Allianz, die sich da jetzt gegen die PiS gebildet hat, also es ist ja im Grunde, alle Parteien haben sich zusammengeschlossen gegen die PiS. Man hat eine Koalition von 4 verschiedenen Parteien, was eine unglaublich fragile Basis ist. Ja, also dieses Ganze so von wegen, oh, irgendwie mit der letzten Wahl wurde der Rechtspopulismus besiegt und sowas. Ich glaube nicht, dass das den Realitäten entspricht, weil die Gegenseite ist enorm fragil. Und wenn da jetzt mit den Gesprächen mit der EU, Kürzungen der Ausgaben, Erhöhung Eintrittsalter etc. pp. Wenn all diese Maßnahmen dann irgendwie eingeführt, durchgeboxt werden oder so, dann garantiere ich, dass wir bei der nächsten Wahl wieder eine PiS-Mehrheit haben werden, weil die Leute eben unter der PiS-Regierung bis Corona wirklich Reallohnsteigerungen hatten, die extrem solide, stabil und hoch waren.
Von daher, ja, waren das dann halt so über den Zeitverlauf verschiedene Faktoren hinweg. Schocktherapie am Anfang hat in Polen auch für hohe Arbeitslosigkeit und eine tiefe Krise gesorgt. Dann über Direktinvestitionen und die Investitionen in Infrastruktur, viel von EU-Geldern finanziert, folgte dann der Aufschwung und ja, gerade jetzt über die Lohnpolitik der letzten 10 Jahre haben sie auch da nochmal den Wohlstand in der Breite enorm erhöht. Das wäre das, wie ich jetzt Polen beschreiben würde über den Zeitverlauf hinweg. Ja, danke für die ausführliche Antwort. Ich glaube, dann gibt es keine Fragen mehr aus dem Chat. Da hatte noch einer gefragt, was du von Citroën als Automarke hältst, aber ich glaube, das. Ja, keine Ahnung. Also ich bin da jetzt nicht also ich habe da jetzt keine großen Stakes drin, sage ich mal. Ich bin Fußballfan vom FC Köln und VfL Hildesheim und alle anderen Marken sind eigentlich ziemlich egal. Jo, dann bedanke ich mich bei dir für dieses Interview und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Alles klar, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao, ciao.